Ich habe hier ein kleines Souvenir für dich. Diese Kreaturen scheinen nahen Stromquellen Energie zu entziehen. Hätten Sie das nicht auch etwas früher sagen können? Norbert, der Admiral will mit dir reden, unten im CDC. Das Video, das du geschickt hast, hat ziemlichen Wirbel gemacht. Wir sollten lieber runtergehen. Ma'am? Gehen Sie nur. Wir sehen uns. Komm schon, der Admiral wartet. Schön, dass du es geschafft hast. Wo warst du? Das würdest du mir nicht glauben, Alter. Ich habe mit Prophet geredet. Total durchgeknallt, der Typ. Was auch immer in dieser Sphäre passiert ist, hat ihn ziemlich durcheinander gebracht. Er will unbedingt auf die Insel zurück. Elena denkt, sie weiß, wie diese Dinger kommunizieren. Elektrische Signale oder so. Sie will die Signale replizieren, damit wir ihre Schaltkreise rüsten können. Klingt ziemlich abgefahren, wenn du mich fragst. Die Brücke ist gesperrt, Sir. Zum CDC müssen Sie runter. Nomad, hier geht's lang. Schicker Anzug. Die Lexington wird angegriffen. In der Nähe der Sperrzone. Sie leiten jetzt alle Maschinen zu uns um. Okay, ein Lazarettschiff aus Japan ist schon unterwegs, aber das dauert. Bis es hier ist, müssen wir improvisieren. Ich will ein Traumazentrum im Frachtraum. Sofort! Ja, Sir. Sie wollen zum CDC? Durch die Tür da und dann den Schilder nach. Ich sage, es steht nicht auf dem Plan. Ich habe diese Munition von der Schuld. Was dauert noch? Dr. Rosendahl, bitte zum CDC. Dr. Rosendahl, bitte zum CDC. Okay, Leute. Da musst du rein. Captain Ordi, CNC bitte. Sie dieser Special Ops-Typ, der in diesem Ding drin war? Waren da drin? Mann, ich dachte, da ist niemand lebend rausgekommen. Ich muss Prophet finden, bevor dieser Kerl Dummheiten macht. Danach. Strickland, falls Sie mich hören, Sie müssen diese Insel sofort evakuieren. Hier sind Tausende von diesen Dingern und Sie wachen auf. Das ist eine Seuche. Nomad, Sie haben da draußen gute Arbeit geleistet. Nach Auswertung Ihrer Videodaten hat der Generalstab einen Nuklearangriff empfohlen. Sobald wir die Bestätigung aus dem Weißen Haus haben, pulverisieren wir diese Biester. Admiral, wir sollten keine überstürzten Entscheidungen treffen. Wir brauchen Zeit, um Alternativen zu... Zweifeln Sie etwa am Präsidenten? Am Generalstab? Ich bin nicht sicher, ob Sie den Ernst der Lage erkennen, Doktor. Vor einer Woche hat ein Aufklärungssatellit unnatürliche Hitzesignaturen der Insel gemeldet. Zuerst dachten wir, die Koreaner würden Atomwaffen testen, also wurden CIA und NSA eingeschaltet. Und jetzt kommt's. Vor 4 Tagen hat die NASA im Inneren des Berges ein hochfrequentes Signal geortet. Es ist auf einen Stern irgendwo in Galaxie M33 gerichtet.
Das ist fast 4 Millionen Lichtjahre entfernt. Es könnte ein Notsignal sein. Ein Hilferuf. Sie sagten doch, die gefundenen Proben wären mehrere Millionen Jahre alt. Das stimmt. Aber diese Technologie ist so weit entwickelt, sie kann nicht irdischen Ursprungs sein. Was, wenn sie hier gestrandet sind und um Hilfe rufen? Egal, was sie sind und woher sie kommen, wir müssen etwas tun. Ich habe einige startbereite Maschinen mit Atomraketen. Bei allem Respekt, Sir, es ist nicht mal garantiert, dass eine Atomwaffe ihren Schutzschild durchschlägt. Wenn Sie Garantien wollen, kaufen Sie einen Toaster. Ich werde jedenfalls nicht rumsitzen, während die Sicherheit unseres Planeten auf dem Spiel steht. Das ist lächerlich. Diese Dinger haben jede Energiequelle angezapft, in deren Nähe sie kamen. Der ganze Berg ist eine riesige Energiehalde. Sehen Sie sich den Plan an. Diese Energiequelle verläuft durch die gesamte Bergstruktur. Sehen Sie sich die Form an. Vergleichen Sie sie mit der Kreatur, die wir an Bord brachten. Ich glaube, dieses Ding ist organisch. Ein lebendes Wesen, das sich von Energie ernährt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir es mit Atomwaffen angreifen. Wissen Sie, was passiert, wenn wir es nicht tun? Ich denke, es geht auch anders. Ich brauche nur mehr Zeit. Wir haben keine Zeit mehr, Doktor. Sir, wir haben den Kontakt zur USS Lexington verloren. Alle, die nicht gebraucht werden, verlassen jetzt sofort diesen Raum. Ich bin in der Waffenkammer. Kommen Sie zu mir, wenn Sie mit diesem Arschloch fertig sind. Das gilt auch für Sie, Lieutenant. Hören Sie schlecht in diesem Anzug? Ich sagte, raus hier! Die Geduld hat Grenzen, Lieutenant. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben. Ich habe Ihren CO gesehen auf dem Weg zur Waffenkammer. Er wartet vermutlich schon auf Sie, Sir. Diese Zahlen müssen falsch sein. Wir sind für die Versorgung so vieler Verwundeter nicht ausgerüstet. Suchen Sie die Waffenkammer, den Gang runter und dann rechts. Ist das? Lieutenant Chapman, bitte melden Sie sich in der technischen Abteilung. Lieutenant Chapman, bitte. Sind Sie noch mit? Das war gute Arbeit, Lieutenant. Ich habe gehört, was Sie für Kegens Männer getan haben. Alle Achtung! Zur Waffenkammer geht's in die andere Richtung, Sir. Ich habe gehört, ihr Typen wart in dieser Sphäre. Mann, diese Nanosuits sind echt cool. Wir haben da was Tests gemacht, Sir. Das ist so eine Art Akkumulator. Hab sowas noch nie gesehen? Keine Ahnung, wie der Typ das Ding zum Laufen gekriegt hat. Waffen manipuliert haben, Boss. Das verstehen wir auch nicht. Der Verschlussmechanismus ist sehr komplex. Wir würden Wochen brauchen, um ihn zurückzuentwickeln, aber Sie haben ihn einfach so modifiziert. Und die Energiequelle sogar an Ihren Nanosuit gekoppelt. Bemerkenswert. Ich bin wohl Naturtalent. Das ist noch untertrieben. Okay. Ihr Anzug müsste jetzt wieder voll funktionsfähig sein, mit ein paar Extras. Außerdem habe ich, wie gewünscht, zusätzliche Energie in Ihre Hydro-Booster umgeleitet. Sie können jetzt gehen, Major. Dr. Gillespie, ich muss ein paar Tests an Nomads Nanosuit durchführen. Mir wurde gesagt, Sie können mir dabei helfen. Na sicher. Setzen Sie sich, Lieutenant. Wir werden jetzt die Umgebungsdaten der Speichereinheit Ihres Anzugs auslesen. Boss, wo wollen Sie hin? Ich muss das zu Ende bringen. Ist Ihnen ein Atomschlag gegen die Insel nicht endgültig genug, Prophet? Was Admiral Morrison tut, interessiert mich nicht. Er wird nicht mal die Oberfläche ankratzen. Prophet, warten Sie! Also,
Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein Signalmuster identifiziert, das diese Kreaturen während der Aufladung verwenden. Dadurch sind sie anfällig für eine Überladung. Gibt es eine Möglichkeit, eines ihrer Signale über den Nanosuit zu senden? Kein Problem, Doktor. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kann ich später noch die Frequenz ändern, wenn es sein muss? Das ist ganz einfach. Sie können von jedem Computer mit einer drahtlosen Verbindung senden. Sie müssten also genug Spielraum haben. Was genau haben Sie mit mir vor? Wenn meine Theorie stimmt, sind Sie für diese Kreaturen eine wandelnde Waffe. Und wenn Sie sich irren? Dann sollten wir beten, dass Morrison weiß, was er tut. Dr. Rosendahl, auf die Brücke. Dr. Rosendahl, sofort auf die Brücke. Sie sollten den Admiral nicht warten lassen. Ich mach das hier schon. Okay. Nomad, kommen Sie nach, sobald Sie fertig sind. Hübsches Mädchen. Sowas sieht man hier selten. Da könnte man schon in Versuchung kommen. Ah, da ist sie ja. Legen Sie sie auf das Gestell dort. Okay. Der Prototyp einer Tech-Kanone funktioniert in Kombination mit dem Nanosuit. Wir arbeiten noch daran. Ist noch nicht mal feldgetestet. Sie feuert eine taktische Atomrakete ab. Ist also im Prinzip ein Granatwerfer mit mehr Wumms. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Kann ich sie ausprobieren? Nein. So, wir sind dann fertig, Lieutenant. Das Feintuning Ihres Senders überlasse ich Dr. Rosendahl. Danke, Doc. Kein Problem. Gehen Sie jetzt lieber auf die Brücke. Der Admiral wartet nicht gern. Maximale Panzerung. Gehen Sie jetzt lieber auf die Brücke, Lieutenant. Morrison wartet schon. Nomad! Hier spricht Admiral Morrison. Vor wenigen Sekunden hat der Präsident einen Atomschlag gegen die feindlichen Kreaturen auf der Insel gebilligt. Natürlich ist die Entscheidung, Nuklearwaffen einzusetzen, äußerst schwerwiegend. Wir wissen zwar immer noch nicht genau, womit wir es hier zu tun haben, aber basierend auf den Daten eines Special Ops Teams gehen wir davon aus, dass die Lage mehr als ernst ist. Egal, was in den nächsten Minuten passiert, ich weiß, dass jeder von Ihnen seiner Pflicht ehrenhaft und professionell nachgehen wird. Gehen Sie jetzt auf Ihre Kampfstationen. Machen wir Ihnen die Hölle heiß, Jungs. Alle Special Ops Einheiten sofort auf die Brücke. Ja, Lieutenant. Der Admiral erwartet Sie. Major Burns, hier ist Morrison. Bringen Sie den Vogel sofort wieder runter. Major Burns! Was hat er denn vor? Sir, wollen Sie, dass wir ihn abfangen? Lassen Sie ihn. Der Idiot hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Wurde auch Zeit, Lieutenant. Wir werden in Kürze startbereit sein. Ihr Major ist eben desertiert. Hat die Waffenkammer geplündert und ist auf dem Rückweg zur Insel. Prophet will da wieder raus? Sie müssen den Start verschieben. Er wollte es so, Lieutenant. Admiral, ich flehe Sie an. Denken Sie nach. Das Risiko ist zu groß. Was ist, wenn Sie genau das wollen? Was ist, wenn wir Ihnen in die Hände spielen? Wenn. Dafür habe ich keine Zeit, Doktor. Das Pentagon hat einen Atomschlag autorisiert. Ich habe meine Befehle. Constitution Command, hier ist Marauder One. Wir haben das Ziel erfasst. Nähern uns kritischer Reichweite. Over. Verstanden, Marauder One. Moment. Wir sind soweit, Sir. Was, wenn Sie sich irren, Admiral? Können Sie mit den Konsequenzen leben? Setzen Sie den Angriff fort. Aye, aye, Sir. Marauder One, hier Constitution Command. Sie haben grünes Licht. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Over. Ich hoffe, Sie irren sich nicht. Sie, ich und der Rest des Planeten.